Daniel Birovka, der nächste Gegner, steht schon als Fixabsteiger fest. Warum wird das Spiel gegen Unterföhring trotzdem sehr, sehr verdammt hart? Ja, weil grundsätzlich jedes Spiel in der Regionalliga nicht einfach ist und gerade auch für uns. Und wenn man letztes Ergebnis sieht in Burghausen 0-0, da haben wir 2-0 verloren. Also von dem her darf man nie einen Gegner unterschätzen, egal in welcher Liga. Das werden wir auch nicht tun. Und sie haben auch gegen Bayern München zur Halbzeit 2-1 geführt im Grünwalder Stadion. Also das ist eine Mannschaft, die durchaus Tore erzielen kann. Und darauf müssen wir einfach uns gut einstellen und mit der richtigen Einstellung in das Spiel gehen. Und dann werden wir, denke ich, über unser Tempo und über unsere Aggressivität auch zu Möglichkeiten kommen. Ist denn Rotation im Kopf irgendwie? Oder sagen Sie, ja, wir spielen mit der gleichen Mannschaft wie die letzten beiden Spiele? Ja, jetzt ist noch kein Zeitpunkt zu rotieren, denke ich. Die Mannschaft ist noch relativ frisch. Wir haben noch nicht so viele Spiele gehabt. Also macht das für mich jetzt wenig Sinn. Und ich will natürlich auch, dass sie gewisse Automatismen einspielen. Das geht nur, wenn die Spieler auch spielen. Dann da eine Rotation dann da ist. Aber es wird bestimmt der Zeitpunkt kommen, wo ich über sowas dann nachdenken werde. Also haben wir das Spiel gegen Ingolstadt in ein paar Tagen noch nicht im Kopf? Nein, weil das sind ganz wichtige 3 Punkte für uns. Und das wäre jetzt der größte Fehler, den wir machen könnten, schon an Ingolstadt zu denken oder ich auch. Sondern wir wollen das Spiel morgen gewinnen. Deswegen wird auch die bestmöglichste Mannschaft morgen spielen. Und dementsprechend werden wir Unterföhring auch keinesfalls unterschätzen. Wer ist denn angeschlagen? Ja, soweit sind jetzt eigentlich alle fit. Also Niklas Hemberechts ist jetzt im Lauftraining. Timo fährt Rad. Das sind momentan eigentlich die einzigen zwei. Simon Severings ist noch erkältet. Also ich weiß nicht, wie es heute ausschaut, aber sieht, glaube ich, nicht so gut aus jetzt für morgen. Aber das sind die 3 Spieler, die nicht zur Verfügung stehen. Können Sie noch was konkreter sagen zum Genesungsprozess von Timo Gebhardt? Nein, weil er fährt Rad. Wie schaut es aus mit Michi Görlitz? Ja, kann durchaus sein, dass ich morgen Kader nehme. Also auf jeden Fall eine Option. Man merkt, dass er also spritziger wird, dass er jetzt so langsam an die, ja, nicht an die 100% kommt, aber es wird von Woche zu Woche besser. Und vielleicht, wenn die Situation da wäre, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir ihn morgen dann auch mal spielen lassen können. Aber jetzt nicht von Anfang an? Also Nein, nicht von Anfang an. Überlegung, Sascha Mölders vielleicht irgendwie rauszunehmen, der hat 9 gelbe Karten. Eine gelbe noch, der wäre ja gegen Ingolstadt gesperrt, oder? Ja, aber das macht für mich keinen Sinn, weil danach, das heißt, wenn wir jetzt ihn rauslassen, der gegen Ingolstadt sich die gelbe abholt, dann haben wir danach auch schwere Spiele. Also macht für mich jetzt keinen Sinn, weil meistens ist es so, dass wenn ich dann Sascha rauslasse, ist vielleicht ein fatales Zeichen auch für die Mannschaft. Ja, und dementsprechend, Sascha ist für mich ein wichtiger Spieler und er braucht jetzt ja morgen ja nicht unbedingt einen umhauen. Also mir reicht es, wenn er ein Tor schießt. Also wir hatten ja vorhin schon die Frage, Unterföhring, für die geht es ja eigentlich um nichts mehr, aber glaubst du irgendwie, dass er trotzdem, ziehen die noch eine andere Motivation her? Oder ja, das sind ja die gefährlichsten Gegner. Also die, wo nichts zum Verlieren haben, die kommen her. Dies ist wie ein Feiertag. Die hauen jetzt in 90 Minuten alles raus, gehen über die 100%. Danach werden sie wahrscheinlich ziemlich kaputt sein nach dem Spiel, aber die werden im Spiel alles raushauen, was irgendwo drin ist im Tank, in dem einen Spiel. Und in einem Spiel ist immer alles möglich. Und deswegen müssen wir mit der 100%igen Einstellung da reingehen. Das darf nirgendwo im Kopf rumschwirren, dass wir das mit links machen, sondern wir werden das Spiel nur kontrollieren, wenn wir von Beginn an das auf den Platz bringen, was uns auszeichnet. Ja. Die letzten Spiele gegen Buchbach und Seligenporten waren jetzt eher schwierig. Morgen wird es auch wieder wahrscheinlich ein ähnliches Spiel, tiefstehender Gegner. Habt ihr irgendwie unter der Woche irgendwie das nochmal genauer besprochen, dass vielleicht auch gerade der letzte Ball irgendwie hinter die Abwehr irgendwie, dass das nochmal besser wird? Oder? Ja, wir besprechen grundsätzlich jedes Spiel. Also, und die Jungs kriegen ja immer vor Augen geführt in Videoanalysen, was wir hätten besser machen können. Und dann ist es halt immer ein Prozess. Ich denke, dass in der zweiten Halbzeit war es dann schon besser jetzt gegen Seligenporten. Da haben wir es auch dann ordentlich nach vorne gespielt, haben dann auch mehr Chancen gehabt oder mehr Chancen kreiert. Und wir hatten dann noch 2 Pfostenschüsse, einmal einen Kopfball und einmal einen Freistoß vom Vino. Sagen Standards musste erst mal rausholen am 16er, da waren wir dann ein bisschen präsenter. Und alles andere wird sich jetzt dann, sage ich mal, mit den Spielen auch, denke ich, immer noch besser reinkommen. Aber wie gesagt, das ist einfach ein Prozess, du musst immer an den Details arbeiten, mit den Jungs das immer wieder vor Augen führen und dann werden sie es schon irgendwann auf dem Platz dann auch hinkriegen. Ja, du hast es gesagt, Standards ist ja gerade so ein Thema. Ich meine, die Standardstärke macht euch ja dieses Jahr auch ein bisschen aus. Ist das ein wichtiger Trainingsaspekt für dich? Ja, wir haben ja die Spieler dazu und der Standards ist ja wieder im Fußball ja immer wichtiger. Das ist ja, wenn man die Statistiken durchgeht, in welcher Liga sind immer Mannschaften nach vorne, die nach Standards gut sind. Weil im heutigen Fußball jede Mannschaft kann verteidigen, jede Mannschaft weiß, wie sie die Räume eng macht. Und dann Standards rauszuholen und dann das als Waffe zu benutzen, ist auf jeden Fall ein Vorteil für jede Mannschaft. Und nachdem wir die Spieler dazu haben, ist das für uns natürlich auch, und wir haben schon viele Tore gemacht, immer ein Pluspunkt, wenn du halt mit dem Standard in Führung gehen kannst. Vielleicht noch ein Wort zum Derby. 4.700 Tickets bekommen die Löwen. Kannst du die Entscheidung nachvollziehen? Oder?
wird es trotzdem Heimspiel oder wie siehst du das? Ja, ich weiß ja noch gar nicht, inwieweit das jetzt zu 100% finalisiert ist, ja. Die Entscheidung. Ich glaube, jetzt ist noch relativ lange hin. Vielleicht tut sich da noch was. Klar, wäre es schöner, wenn ein bisschen mehr da wären, aber wenn Bayern München das so sieht, dann müssen wir das so akzeptieren, weil das ist ihr Heimspiel. Und wäre halt schade, sage ich mal, weil das Spiel vielleicht einen größeren Rahmen verdient hätte. Aber ist ganz klar die Entscheidung von Bayern München. Ja. Was glaubst du denn, warum die Bayern eigentlich in die Allianz Arena gezogen sind jetzt für dieses Derby? Was denkst du denn? Weiß ich nicht. Also ich kann mir da jetzt irgendwas zusammen fantasieren, aber ich weiß es ja nicht. Das können Sicherheitsaspekte sein vielleicht, dass hier in Giesinger doch relativ viel los war, auch bei dem Hinspiel. Ja. Oder sie wollen die eigene Mannschaft halt noch mehr unterstützen damit. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist ihre Entscheidung.